Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, und wir machen uns auf den Weg zum nächsten Preview. Natürlich handelt es sich hierbei um den Druide und genauer gesagt wollen wir uns auch hier im Detail ansehen, was sich denn mit Legion so ändert. Dafür blende ich einmal kurz ein, was sich hier findet. Wir schauen uns die Ordenshalle an, die Artefaktwaffen und dann die einzelnen Spezialisierungen, sprich Heal, Tank, Nahkampf sowie auch Fernkampf und dann natürlich nochmal die Artefaktwaffen im Detail, denn wir haben hier einen Level 100 10er Druiden sowie auch eine voll ausgebaute und entwickelte Artefaktwaffe. Aber beginnen wir mal ganz am Anfang, beginnen wir mal in der Ordenshalle. Wir reiten hier gerade durch, wie ihr es im Hintergrund sehen könnt. Insgesamt ist die Ordenshalle wohl eine der schönsten überhaupt, also sehr, sehr stimmungsvoll gestaltet. Wie ihr vorgesehen habt, wenn ihr den Teleporter zur Ordenshalle nutzt, seid ihr nicht direkt in der Ordenshalle, sondern ihr befindet euch praktisch in so einem Vorstage, nenne ich es jetzt einfach mal, wo ihr noch diverse andere Teleporter zur Auswahl habt und wenn ihr dann praktisch hier den richtigen wählt, kommt ihr natürlich zu eurer Ordenshalle. Wie ihr seht, ist hier mehr oder weniger alles vertreten, das werdet ihr auch gleich noch im Video sehen. Also es gibt auch sehr, sehr viele Trainings-Dummies, mitunter stehen die auch wirklich perfekt positioniert, also dass man Single- sowie auch Multitarget gut testen kann. Und hier haben wir natürlich das, was wir alle suchen, ist ein bisschen unscheinbar, diese kleine Pflanze, und erst wenn man es aktiviert, kommt man zur Artefaktwaffe, muss man wissen, denn ansonsten kann man schon mal länger suchen. Jetzt geht es aber mal weiter mit den Ordenshallen-Sets. Was ist das überhaupt? Und mit den T19-Sets, also die Ordenshallen-Sets, das sind einfach spezielle Sets, welche ihr über die Ordenshalle bekommen könnt. Je nach Ruf, Quests und sonstiges ist es möglich, dort Items zu holen. Und das ist aber noch nicht alles, also ihr könnt nicht nur diese Items bekommen, sondern ihr habt auch noch die Möglichkeit, diese Items aufzuwerten. Wie ihr es im Hintergrund sehen könnt, kostet natürlich jede Menge an Ressourcen, aber Items können aufgewertet werden. Warum das Ganze? Ich zeige euch mal die T19-Sets, die werden erst im zweiten Raid-Content verfügbar sein. Ich weiß, wenn ihr jetzt die anderen Videos schon kennt, wiederholt sich das natürlich ein bisschen. Also die werden erst im zweiten Raid-Content in der zweiten Raid-Instanz verfügbar sein, die T19-Sets. Und bis dahin stellen die Ordenshallen-Sets natürlich einen sehr, sehr guten Übergang dar. Wer genau wissen will, was das für Sets sind, auch was die T19-Sets so können, wie immer unterhalb des Videos auf den Link klicken, kommt ihr natürlich zur Übersicht. Und was aber noch komplett neu ist, sind die legendäre Items, welche es mit Legion geben wird. Wie ihr seht, werden dort diverse Skills und Talente direkt verstärkt. Also da sind schon ein paar ganz, ganz nette Sachen dabei. Aber die Sache hat einen kleinen Haken. Und zwar könnt ihr nur eines dieser Items gleichzeitig tragen. Also ihr könnt nur eines dieser Items anlegen und nicht mehrere. Erst wenn ihr eure Ordenshalle weiter levelt, wird es dann später möglich sein, ein zweites dieser Items hinzuzunehmen. Denn die werden schon teilweise spielentscheidend sein, ob man diese Items hat oder nicht. Besonders wenn man sie in Kombination mit den anderen Sachen natürlich abrundet. So, und jetzt machen wir aber gleich mal den ersten Switch zur Heal-Skillung, also Wiederherstellungs-Druide. Druide ist ja ein supermäßiger Gruppenheiler und da passt die Artefaktwaffe auch perfekt rein. Wie ihr hier seht, wenn wir diese aktivieren, werden praktisch unsere Zauber verstärkt. Was das Ganze bedeutet, zeige ich euch gleich mal anhand eines Beispiels. Wie ihr seht, die Artefaktwaffe selbst ist jetzt auf Level 34, also da muss schon sehr, sehr viel Artefakt-Power gesammelt werden, damit man eben so weit kommt. Und dann könnt ihr hier natürlich diverse Talente einfach leveln. Was jetzt aber mal zur Artefaktwaffe speziell geht, also wenn wir die hier einfach mal aktivieren, seht ihr rechts oben, bekommt ihr so einen Buff. Also alle Heal-Zauber, die wir hätten, also alle Hots, die auf den Zielen ticken, würden dann praktisch einfach wesentlich schneller ticken und somit könnte man den Heal einfach erhöhen. Ich möchte euch das mal zeigen. Wie ihr hier seht, wir stehen hier in einem perfekten Ort. Wir haben hier Trainings-Dummies, Bosspuppen und auch drei kleine Heal-Bäume. Und an denen kann man natürlich sehr, sehr gut diverse Sachen testen. Also wir können hier einfach mal unsere Hots auf alle Targets verteilen. Mal sehen, wie die Hots, wie gut die so dicken, und haben natürlich auch die Möglichkeit, dann mal das Ganze mit der Artefaktwaffe zu machen, die Artefaktwaffe vor den Hots zu ziehen, während den Hots und so weiter, um zu sehen, okay, wird das Ganze dynamisch gemacht, also wird das Ganze dynamisch angepasst. Wenn unsere Hots laufen, die Artefaktwaffe reinkommt, ticken die Hots schneller, oder geht das Ganze erst, wenn die Artefaktwaffe praktisch aktiviert wird und dann werden erst unsere Hots gesetzt. Wie ihr seht, haben wir natürlich noch diverse andere Cooldowns mitgenommen, sogar dieses Bäumchen hier. Viele kennen es sicher noch aus dem Raid oder aus der Instanz, wenn der Schaden natürlich sehr, sehr hoch wird, da muss man mal alle Heal-Cooldowns
ausgraben, die wir hier so rumliegen haben, um hier mal wirklich das Ganze gut gegenzudrücken. Also auch hier wird sich, denke ich mal, mit Lichen nicht so viel ändern. Der Dämonenheiler wird wieder primär für die Gruppe, für den Raid zuständig sein, da er einfach die Möglichkeit hat, mit seinen Hots die Leute konstant über Zeit hochzuziehen. Natürlich den ein oder anderen Hot auf den Tank wird sich nicht verhindern lassen, damit auch die direkten Heal-Klassen ein bisschen, ja, einfach ein bisschen entlastet werden. Aber wie ihr schon seht, haben wir natürlich jede Menge gute Cooldowns, auch die Gelassenheit und so weiter, um das Ganze hochzuziehen. Also ich denke mal, für den einen oder anderen, wer es gewohnt ist, Druidenheiler zu spielen, ist auch sicherlich kein Fehler, wenn er diesen im Addon übernimmt und auch im Addon weiterhin den Druidenheiler spielen wird. So, und es geht gleich munter weiter mit der nächsten Skillung. Jetzt haben wir mal den Tank-Spec für den Druiden. Wie ihr seht schon, zuerst mal das Legendary hat eine relativ hohe Abklingzeit, wenn wir es aktivieren, aber natürlich verstärkt es all unsere Rüstungen, also alles, was wir praktisch als Tank, beziehungsweise was für den Tank für uns jetzt mal speziell wichtig ist. Wie ihr seht, vom Leben her haben wir fast 3 Millionen, also der HP-Pool ist schon ganz anständig. Also mal einen guten Heiler, der ein bisschen reinhaltet in die Klasse, ist sicherlich kein Fehler. Und wenn wir hier gleich mal das starten, also wir zeigen es jetzt hier mal anhand nur von dieser 110er-Puppe, um mal ein bisschen die Effekte zu zeigen. Wir haben natürlich diverse Cooldowns, die die ein oder anderen schon kennen. Wir müssen dann mal schauen, wie das im finalen Klassenguide, wie es auch schon bei den anderen Previews gesagt wurde, also die finalen Klassenguides, die folgen dann demnächst. Und da muss man dann mal schauen, wie sich das Ganze denn in der aktuellen Raid-Situation entwickelt, wie man am schnellsten diverse Adds an sich bindet, denn es hat ja jeder eine Aufgabe in Raid. Und dementsprechend ist es natürlich die Aufgabe des Tanks, die Aggro nicht zu verlieren. Das ist teilweise auch ein bisschen schwer, besonders am Anfang, wenn die anderen Damage-Dealer auch mit ihren Artefakten richtig viel Damage in kurzer Zeit machen, also dass die dann sogenannt Oberaggroen, da werdet ihr den Spot noch brauchen, den Spot rausziehen müssen. Und ansonsten wird es natürlich immer wieder kritisch, wenn neue Adds den Kampf joinen, also wenn von irgendwo neue Adds herkommen, müssen die natürlich von Tank eingefangen werden und das Ganze schnellstmöglich, nicht dass sie durch den Raid laufen, entweder aufgrund von Heal-Aggro einen Heiler töten oder was noch viel schlimmer ist, ein Damage-Dealer, der die Finger nicht stillhalten konnte und natürlich viel, viel schneller Aggro zog. Da muss man natürlich schnell sein als Tank und hier haben wir natürlich als Druide die ein oder andere Möglichkeit. Wir haben auch die Möglichkeit, wie ihr es in diesem Eisenfell sehen könnt, hier unsere Rüstung nochmal extremst nach oben zu drehen. Also alles in anderen sieht schon mal solide aus. Immer die Frage wird dann wieder sein, wird es der Druide als Ausweichtank schaffen, einen Block-Tank zum Beispiel abzulösen? Wird sich aber erst zeigen. Jetzt gehen wir mal weiter zu der ersten Damage-Spec-Skillung. Also wir reden hier natürlich vom Feral, also von der Melee-Damage-Skillung. Und zwar haben wir hier wieder eine aktive Artefaktwaffe. Bedeutet also, wir müssen erst im Spellbook reinziehen. Und diese Artefaktwaffe löst einen Dot, welcher sehr, sehr viel Damage macht, auf dem Target aus. Zeige ich euch gleich mal. Zuerst hier seht ihr, müsst ihr es natürlich erst frei skillen, wenn wir uns hier mal den Artefaktbaum so anschauen. Haben wir hier natürlich ein paar Talente dabei, die sehr, sehr wichtig sind. Die Talente sind, wie auch bei den anderen Klassen, primär mal passiv und erhöhen diverse Skills von uns. Aber wenn wir hier mal wirklich reingehen und nur die Artefaktwaffe zeigen, also ich aktiviere sie jetzt mal, dann seht ihr, dass praktisch auf dem Ziel selbst so ein Dot gesetzt wird, welcher, glaube ich, 15 Sekunden lang das Ziel einfach runtertickt, ist so ein Blutungsdot. Ist natürlich für uns perfekt, da sich mit den anderen Sachen, den anderen Blutungsdots, Combo Punkte aufbauenden Fähigkeiten sowie auch den Finishing Moves lässt sich natürlich hier einiges machen. Also gefühlt ist der Feral weiterhin relativ schwer zu spielen. Also um den wirklich gut zu spielen, damit viel Damage zu machen, erfordert das Ganze schon ein bisschen Übung. Und ich glaube, das ein oder andere Priority Add-on wird wahrscheinlich auch nicht so schlecht sein, damit man eben keine Procs oder sonstiges übersieht, wenn sich hier diverse Fähigkeiten überschneiden. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann eben eingliedert. Das Druide hat man eben als einzige Klasse auch wirklich den Vorteil, bei 4 Spezialisierungen zu switchen. Also man kann sich hier praktisch aus 4 Spezialisierungen mehr oder weniger das auswählen, was natürlich gerade gebraucht wird, unter der Voraussetzung, dass man auch ein bisschen Gear hat und auch ein bisschen Spielerfahrung mit der einzelnen Spezialisierung. Wenn man immer Tank gespielt hat, bringt das natürlich nichts, hier einfach mal zum Spaß im Raid zum Beispiel auf einen Healer zu switchen. Da muss man natürlich ein bisschen Erfahrung dementsprechend mitbringen. So, und jetzt auf
zur letzten noch ausstehenden Spezialisierung, den Munkin, mit der, ich muss das glaube ich sagen, wohl besten Artefaktwaffe im gesamten neuen WoW-Addon, also insgesamt Legion. Es klingt ein bisschen kompliziert aus, denn es hat drei Aufladungen der Artefaktwaffe und ich werde euch gleich zeigen, was sich denn damit auf sich hat. Auch hier nochmal kurz den Skillbaum der Artefaktwaffen, den müsst ihr natürlich erst freiskillen. Aber das ist wirklich die erste Artefaktwaffe, die nicht nur einfach einen Effekt auslöst und man wartet dann eine Minute oder 45 Sekunden, bis das Ganze wieder ready wird. Nein, das ist eine Artefaktwaffe, welche in Kombination funktioniert. Die drei Aufladungen eben mit Neumond ist die erste, wie ihr seht, mit einer relativ niedrigen Damage-Anzahl. Dann wird es zu einem Halbmond, danach machen wir schon mehr Damage, können wir direkt danach nutzen und danach wird es zum Vollmond, was dann schon einen sehr, sehr harten Damage-Boost ist. Also ich glaube, die Dacke macht schon den fünffachen Schaden zum ersten. Jetzt müssen wir dann natürlich wieder warten, bis das die Artefaktwaffe aufgeladen ist, aber prinzipiell ist das natürlich richtig cool, um diese mit diversen anderen Cooldowns, keine Ahnung, Buff-Food, Flask und so weiter, als kleines Beispiel nur mal das Ganze mit rein zu kombinieren. Also hier seht ihr mal, da werden natürlich die anderen Fähigkeiten sind auch nicht zu unterschätzen, aber die Artefaktwaffe, die muss auf jeden Fall sinnvoll mit eingebaut werden. Also da muss man dann noch schauen, wie sich das Ganze am besten integriert. Generell ist der Munkin ja wie immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Spielen. Also das, nur wenn man hier zwei, drei Tasten findet, kommt es noch lange vom Damage her nicht das rüber. Also man sieht relativ schnell, ob jemand den Munkin beherrscht oder nicht. Also im Gegensatz zu mir jetzt, da muss noch ein bisschen geübt werden. Also da ist sicher noch Potenzial nach oben, sage ich mal, vor allem hier. Was haben wir hier immer die coolste aller Fähigkeiten? War ja immer dieser Sternenregen, wo es praktisch die Meteore oder Meteoriten, Sternschnuppen, wie man es auch nennen mag, von oben einschlägt. War immer eine ganz, ganz coole Sache, vor allem wenn es bei Ad-Kämpfen der Druide angemacht hat und damit sich gleich mal die gesamte Agro von an den gesamten Umfeld zieht. Hier, ich mach's euch mal an, wie ihr seht, es schlägt gleich auf alle Ziele ein, also sieht nicht nur spektakulär aus, macht auch ein bisschen Schaden, aber besonders, man sollte halt warten, bis der Tank die Adds hat, bevor man dann anfängt, hier wirklich alles reinzuziehen. Also overall mal das Feedback, Munkin, Druide in global, weil eben vier Specs vorhanden sind, wird eine sicherlich super zu spielen sein im Addon, gar keine Frage. Also wer ein Druiden-Fan ist, ist nicht die leichteste Klasse zu spielen, aber kann auch getrost hier dieser Klasse im Addon weiterhin treu bleiben. Für euch gibt es jetzt noch eine kleine Aufgabe, und zwar hier, wer es noch nicht getan hat, den Channel zu subscriben, und ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.